ist jetzt die zweite Folge von My Little Pony Creator. Ich hoffe, ihr hattet schon viel Spaß beim Kreieren von einem Pony. Ich wollte euch gerne noch zeigen, was ihr hier noch ändern könnt. Und zwar, ich habe mir nochmal ein neues Pony erstellt, das nicht so creepy aussah oder so gestresst, wie man es sehen will. Und zwar könnt ihr hier oben auf Accessoires klicken und auf Posen. Ich erkläre euch einmal kurz die Accessoires. Accessoires sind für sich selbst sprechend. Ihr könnt halt hier eine Schleife draufpacken, ihr könnt einen Hut nochmal draufpacken oder ein Cowboy-Hut, wie ich das jetzt lasse. Dann können wir hier Gläser machen, so Atzenbrillen oder Disco-Brillen hier von dem Disco-Pony oder Musik-Pony. So richtig coole Gangster-Brillen haben wir hier. Oder ganz normale Lesebrillen oder eine Sonnenbrille. So, die Farben und die Sättigung und so weiter, das können wir hier auch wieder alles einstellen. Dann hätten wir hier noch Hörner, die wir anbringen können für unser Pony. Ne? Ganz verschiedene Widder- und Stierhörner und Zicklein-Hörner oder wie auch immer. Ja, kann man dann halt auch mit der Farbe wieder verändern. Wenn man den Button denn trifft. Ah, jetzt. Ja, so. Gut, dann hätten wir noch den Body, den wir verändern können. Wir können erstmal eine Weste unserem Pony anziehen. Ja, auch wieder die Farben einstellen. Hier ein schönes Muster. Das sieht ganz gut aus hier. Mein Pony wird jetzt so ein Pfadfinder-Pony. Dann können wir unserem Pferd noch ein Cape aufsetzen. Hier, The Wonderful and Amazing Trixie ist das, glaube ich, der Umhang. Na? Also ganz viele Optionen nochmal. Und den Buddy von diesen berühmten Pferden, die da, diese Fliegerpferde. Ich weiß es gerade nicht. Ich schäme mich gerade, ja. Ich als My Little Pony Fan sollte das sofort wissen. So, wir können dann noch die Beine verändern. Wir können unserem Pferd hier schöne Reifen rumtun oder Krötchen oder ja, Uhren haben wir hier. Wir haben Schuhe, Stiefel, Regen, also Gummistiefel. Ne, also eine ganze Menge wieder. Die sind ganz süß, die lasse ich drauf. Gut, dann können wir halt noch die Upper Front, ist halt hier alles so am oberen Bein, sag ich mal, können wir das verändern. Oh, das lassen wir mal. Gut, dann können wir halt hinten noch die Beine verändern, auch wie wir wollen. Ne, auch wieder mit den Ballerinas und Stiefeln und all sowas. Ne, so viel brauchen wir nicht. Und wieder halt hinten bei dem Bein oben. So, das Ganze können wir dann wieder exportieren und mit Hintergrund, ohne Hintergrund. Und weil das Video jetzt noch so kurz ist, zeige ich euch noch einmal die Posen. Dazu klicken wir einmal hier oben. Und hier haben wir halt einmal die Hauptpose, so wie es jetzt steht. Dann haben wir noch, ja, verschiedene Posen halt generell. Ja. Dann können wir auch aussuchen, auf welcher Höhe das Pferd sitzen soll. Wo er gucken soll. Ja. So, ein bisschen ausgeflippt. Oder aber wir können selber. Verzeihung, musste gerade husten. Oder wir können unser Pferd selber in Pose stellen. Das heißt, wir nehmen dafür halt die Körperteile, die verschiedenen, und ja, setzen unser Pferd halt einfach in Pose. Ja. Können halt den Body drehen. Können die Beine verändern, ja. Die Hufe, wie sie stehen, ja. Kann sie, ich weiß gar nicht, wie sieht das denn aus, wenn die steigen, jetzt vermurscht sie ganz, okay, das lassen wir lieber. Oh Gott, mein Pony sieht so verletzt aus. Jetzt ist besser. Also ihr könnt eurer Kreativität hier freien Lauf mit eurem Pony, wie das stehen soll, was das gerade machen soll für eine Gestik. Und dann können wir das Ganze auch wieder hier herunterladen, dann mit der Pose zusammen. Und wieder das gleiche mit Hintergrund oder ohne Hintergrund.
Das habe ich ja schon in der ersten Folge von My Little Pony Creator gezeigt. Und das war es jetzt aber auch wirklich von My Little Pony Creator. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei, währenddessen ihr auf Star Stable wartet. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Kreieren von süßen Ponys oder auch nicht so süßen Ponys wie in der ersten Folge. Und ansonsten dürft ihr mir gerne noch einen Daumen nach oben geben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Eure Alicia.